Ja, Mahlzeit, Freunde. Ganz kurz zu den Rucksäcken, die ich hier im Urlaub dabei habe. Sind natürlich super praktisch, wenn man das Zeug auf dem Rücken hat und nicht irgendwie irgendwelche Seitentaschen oder Zeug in den Händen tragen muss. Da habe ich natürlich meinen guten alten Fjällräven Vintage 30 Liter dabei und den V-Sport Sparrow 30. Beides 30 Liter Rucksäcke. Hier drin hatte ich meine Klamotten, mehr hatte ich gar nicht dabei. Das muss in den Rucksack passen, das ist gut. Hier hatte ich meine anderen Sachen mit dabei. Und wenn man ins Schwimmbad geht, nehme ich als Sender mit, weil der hat ein großes Fach. Da kannst du schön das ganze Badetücherzeug reinstopfen. Der hat natürlich vom Volumen, hat er natürlich ein schönes großes Hauptfach. Nein, den wahrscheinlich hier die 25 Liter nur allein ins Hauptfach gehen. Da kannst du natürlich schön stopfen und da kriegst du natürlich Unmengen auch großes Zeug rein. Dessen der halt besser unterteilt ist und mehr für kleine Sachen ist. Aber ich muss inzwischen sagen, ich habe zuerst gedacht, komm, ich probiere zu Hause dann wieder mal den Fjällräven als Standardrucksack aus. Aber ich muss inzwischen sagen, nachdem ich den jetzt hier ein paar Mal durch den ganzen Park getragen habe, so schön das hier auch ist mit diesem Rückengestell an den Tragekomfort vom V-Sport, kommt es erstaunlicherweise nicht dran. Hat mich wirklich gewundert. Ne? Also, der V-Sport trägt sich noch eine Nummer bequemer, ne? Obwohl es hier so professionell vom Rücken alles weggehalten wird, ne? Muss ich sagen, wenn er wirklich voll und schwer ist. Der V-Sport, ich hatte letztes Jahr hier im Urlaub noch den 20 Liter dabei und habe gesagt, ich werde mir den 30er holen, weil der einfach gut zu tragen ist und sich auch im Alltag bewährt hat. Und jetzt wieder ein Jahr später muss ich echt sagen, diese V-Sport-Modelle, die haben echt ein gutes. Eine gute Leistung gezeigt, ne? Sind vielleicht ein bisschen viel Bändel dran, ne? Überall sind so Bänder und Schlaufen, ne? Bämbelt immer ein bisschen was in der Gegend rum, aber dafür hast du halt auch die Möglichkeit, ne? Wenn es draußen wärmer wird, ne? Die Jacke vom Junior auf der einen Seite dran gehabt, meine Jacke auf der Seite, da hast du hier natürlich ein bisschen ein Problem, da kannst du nichts außen dran schlaufen, musst du alles reinmachen, wenn voll ist, ist Feierabend. Aber gerade so Jacken, die du vielleicht mehrmals ein und an- und ausziehst, weil du vielleicht durch den Wald läufst, wo es windet, nachher oder auf der freien Wiese, wo die Sonne scheint, hast du die halt außen einfach schneller dran. Ne? Brauchst nicht mal Rucksack absetzen, sagst du einfach dem der nächsten Person, die ja halt neben dir läuft, hier mach mal schnell die Jacke dran oder wieder weg. Und das geht recht flott. Also solche Seitenschlaufen, so links und rechts, finde ich, das gehört schon an jeden Rucksack dran. Ob jetzt dann wirklich so noch 3 Millionen Molle-Schlaufen hin müssen und noch weitere Sachen. Unten ist auch nicht schlecht, wenn du wirklich zum Wandern gehst oder sowas, kannst du hier unten auch mal eine Isomatte durchmachen. Oder wenn du jetzt in einem Strandbad wärst, wo es an den Strand geht, kannst du noch prima eine Isomatte oder sowas unten hin machen. Aber hier zum Beispiel diese Begrenzung hier vorne, gut, da kannst du auch wieder was durchschleifen. Ja gut, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ein bisschen viel Bändel dran, aber die links und rechts für die Jacken, die muss ich sagen, die habe ich echt schätzen und lieben gelernt. Gut, hier hast du dafür zwei große Seitenfächer, da kriegst du prima Trinkflasche rein oder so, aber von der Jacke reicht es halt auch nicht. Ne? Die musst du dann schon mal ins Hauptfach stopfen und nimmt dir da den Platz weg. Ne? Aber sonst ganz gute und zuverlässige Rucksäcke. Vom Preis her war, wenn mich nicht alles täuscht, der Fjällräven bei 120 Euro und der V-Sport 30 bei 90 Euro. Da muss ich sogar sagen, dass auch preis-leistungsmäßig der V-Sport echt die Nase vorne hat. Und auch vom robusten Material her, Reißverschlüsse, wirklich alles Top-Geschichte. Ne? Also, sehr zufrieden damit. In genau der Ausführung hätte ich inzwischen auch nichts gegen einen 40-Liter-Rucksack einzuwenden. Ne? Der vielleicht serienmäßig links und rechts solche Seitentasche hätte wie der Fjällräven. Und dafür dann vorne die Schlaufen für die Jacken oder so. Ne? Cool, Design gefällt mir richtig gut. Und die praktische Aufteilung von dem Rucksack ist auch in Ordnung. Und der Preis stimmt auch für die gebotene Qualität. Die Reißverschlüsse schon unzählige Male auf und zu gemacht. Manchmal halte ich es auch nur an den Reißverschlüssen, wenn du in der anderen Hand schon den Schlüsselbund hast oder so. Und das ganze Gewicht manchmal vom gefüllten Rucksack liegt manchmal hier auf den Reißverschlüssen. Und bis jetzt hat wirklich noch nichts nachgegeben. Keine Naht, kein Reißverschluss. Und ist im täglichen Einsatz, ne? Immer noch eine Schaumgummimatte drin als Sitzkissen. Ja. Tolle Rucksäcke, der natürlich,
wer ja auf ein klassisches altes Design steht und so einen Rucksack will, ne? Wir finden es ja fast nur noch alte, aber hier wird noch so ein neues Modell gebaut in diesem klassischen alten Design und eigentlich ein ganz praktischer Rucksack. So, das war's hier von der Rucksackfront in dem Urlaub. Ich sag danke fürs Reinzippen, bewerten, kommentieren und wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal beim Hubidi, wenn es was Neues gibt. Okay Leute, ciao, bye bye, macht's gut.